Mein lieber Wassermann, das ist die allgemeine Monatsprognose für Oktober 2020. Am 1. des Monats beginnst du Oktober mit einem Vollmond in Widder. Wenn du irgendwelche schriftlichen Formalitäten erledigen musst, dann wirst du im Laufe des Monats einiges tun müssen, um einen Prozess endgültig zu beenden. Am Monatsanfang könntest du etwas aufgeregt sein, weil du eine Sache so schnell wie möglich klären möchtest. Eine Reise oder wichtiger Besuch kann sich ergeben. Am 4. des Monats geht Pluto direkt in Steinbock. Du wirst dich bald von einer beängstigenden oder stressigen Situation endlich befreien können. Du hast viel von deiner Energie in eine Sache gesteckt. Jetzt musst du entscheiden, ob du weitermachst oder ob es besser ist oder besser wäre, ein Verhältnis zu beenden. Das musst du dir überlegen. Zwischen 7. und 9. des Monats haben wir Spannungsaspekte zwischen Merkur, Uranus, Mars und Pluto. Möglicherweise wirst du eine sehr gute oder sehr schlechte Nachricht erhalten. Sei vorsichtig mit dem, was du anderen Menschen mitteilst. Missverständnisse können leicht entstehen. Das Ergreifen einer raschen Initiative wird aufgrund der verändernden Umstände erforderlich sein. Danach, zwischen 10. und 12. Oktober, haben wir einen harmonischen Aspekt zwischen Merkur und Venus. Eine leidenschaftliche Begegnung oder ein nettes Gespräch mit Familie oder Freunde ist an diesen Tagen möglich. Es besteht ein Fokus auf die tiefe und erfüllende Gestaltung deines Sex- und Liebeslebens. Am 14. hast du Merkur rückläufig in Skorpion und er wird dort in diesem Zeichen bis zum 3. November bleiben. Bis Ende November könnte sich eine behördliche Angelegenheit regeln lassen. Diese könnte mit Geldeinkommen, Geschäften oder Steuer zu tun haben. In den Bereichen der Bildung und der langfristigen Ziele wird man eine Sache korrigieren oder beenden müssen. Zwischen 13. und 16. des Monats haben wir einen T-Quadrat zwischen Sonne, Mars, Pluto und Saturn. Es besteht eine Betonung auf die Regelung vom Papierkram, die Kommunikation mit Vorgesetzter, Kunden, Kollegen oder Nachbar kann erschwert werden oder viel Stress verursachen. Am 6. haben wir einen Neumond in Waage. Man könnte eine Zunahme an Aktivitäten mit seinem Lebensgefährten erfahren. Vielleicht ist man geistig oder räumlich viel unterwegs. Dann haben wir zwischen 17. und 24. Oktober Venus, Trigon, Jupiter, Pluto und Saturn, alle drei in Steinbock. Kreative und künstlerische Arbeit werden begünstigt sein. Eine positive Veränderung ist in den Bereichen der Liebe, Familie und Lebenssicherung zu erwarten. Zwischen 19. und 30. haben wir Mars Quadrat Jupiter. Viele Wassermänner werden unter Schlaflosigkeit und Nervosität in dieser Zeitspanne leiden. Man darf den Überblick von bestimmten Situationen und Möglichkeiten nicht verlieren, sodass man richtig und sinnvoll handeln kann. Und dann zum Schluss hast du Vollmond in Stier am 31. Oktober. Die Vollendung einer wichtigen Angelegenheit steht vor der Tür und dies könnte dir Freude bescheren, auch wenn du ein bisschen in Bezug auf die Zukunft verunsichert bist. Häusliche Arbeit ist mit diesem Mond äußerst begünstigt. Mein lieber Wassermann, mit diesen Aussagen bin ich fertig mit der allgemeinen Prognose. Wenn du ein Jahreshoroskop oder eine individuelle Aussage in Bezug auf dein Leben brauchst, kannst du gerne eine Beratung bei mir buchen. An dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit. Ich wünsche dir viel Glück. Und bis zum nächsten Video.